Hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daisy. Ich bin hier immer noch mit dem Michi unterwegs. Schaut auch gerne auf seinem Kanal vorbei, hier dem Mimimon. Verlinke ich euch wie immer, ne, in der Kanalbeschreibung bzw. in der Endcard. Und in dieser Folge wollen wir der Straße vorne, da gehen wir gleich weiter und zwar hier rechts hoch. Und schauen mal, wo wir da ankommen. Ich habe keine Ahnung. Michi meint ja immer, er weiß genau, wo wir hin müssen und wo wir lang gehen. Ich verlasse mich da so ein bisschen drauf. Und ich sag mal so, solange wir nicht verhungern oder irgendwie abgemurkst werden, bin ich mit dabei. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Jo, weiter geht's. Jo, ab geht's. Sehr schön. Jo. Also, wir gehen jetzt hier rechts hoch. Und genau. Hast du einen Plan, wie lange es dauert, bis wir da irgendwo... Ich kann nie reden. Bis wir da irgendwann irgendwo ankommen. Meine Güte. Ey, ohne Scheiße, ich bin gerade übelst erschrocken. Ich hab gerade gedacht, hier liegt einer mit dem Giddy-Suit. Also, von Weiden. Das wär's gewesen, ey. Übelst geturnt und dann bam bam. Weg. Dood. Aber nicht mit uns. Nee. Das, ja, was heißt, man weiß immer, wo man rauskommt. Das Ding ist immer, die Frage ist halt, ob man sich immer ablenken lässt, ne? Dann, das ist halt immer... Aber gerne doch. Meistens zu 10 Minuten, 5 Minuten ungefähr, dass du so in den nächsten wieder rauskommst. Du darfst halt nicht immer querfeldein einfach sinnlos durch den Wald rammeln, weil das ist am Ende echt... Was? Wir rammeln sowieso nicht durch den Wald, mein Freund. Wir sind Hetero-Freunde. Jetzt geht's los. Guck, hier sind auch wieder solche Beete angelegt. Die verfolgen uns ein bisschen, ne? Ja, ist aber nicht schlecht. Oh, guck mal, hier liegt sogar noch was. Ah ne, das ist nur so angemalt. Okay, wir können auch diesen Weg hier hochgehen, ne? Oder wollen wir der Straße weiterfolgen? Ist egal. Komm, Abenteuer. Leute, ja. Abenteuer. Lass uns mal drauf einkommen. Genau, ne? Lassen wir es einfach geschehen. Man muss ja nicht immer... Man kann ja einmal vom Weg abkommen. Das ist ja toll. Ich wollte es gerade sagen. Du darfst dich nur nicht ablenken lassen. Abenteuer, Abenteuer. Vor 2 Minuten habe ich es noch gesagt. Deswegen kann man in DayZ einfach nicht pauschal sagen, ja, man braucht so und so lang. Weil man guckt doch überall, weil in DayZ, das ist echt, das muss man wieder zusprechen und Props raushauen. Das ist halt auch extrem variabel, DayZ, ne? Das muss man echt. Ja, auch wie man spielt halt, ne? Ob man jetzt so spielt wie wir, sag ich mal, oder ob man seine. Es gibt ja auch Leute, die haben eine ganz feste Loot-Route, dass sie sich hier in ihren Stuff auf einer gewissen Route gleich voll holen und sowas und dann halt auf PvP gehen. Und wir lassen es hier einfach passieren halt, ne? Wenn andere Spieler kommen, dann sind sie halt da, aber es ist nicht so, dass wir die jetzt suchen würden und ja, aufs große Gefecht aus sind. Ja, zumindest sehe ich das so. Ja, na, momentan kann man das eh nicht verwirklichen. PvP momentan, das kannst du... Ich habe eine dicke Schaufel. Ne? Die Schaufel ramse dir dann wahrscheinlich hinten einen Rücken rein. Hui. Entschuldigung, das war ich. Das war tatsächlich kein Tier hier aus der Umgebung. Was war denn das für sterbende Ente? Sterbende Ente? Oh. Ach schön, ne, wie die Sonne hier durchbricht. God Rays. Richtig fett aus. Wenn das kein Raytracing ist. Dann wird die 3090 gerade so hart gefordert. Ach, herrlich. Aber es ist schön. Also gerade, wo die Nacht jetzt vorbei ist, die Sonne geht auf, wir gehen der Sonne entgegen. Vor allen Dingen mit der Gewissheit, dass wir auch noch genug zu essen und zu trinken bei uns haben halt, ne? Dass wir jetzt nicht in Stress kommen und demnächst vielleicht draufgehen, weil wir halt keine Nahrung finden oder was auch immer halt, ne? Und das ist immer der Vorteil, wenn man sowas alles schon hat, dann kann man das auch wirklich einfach mal wagen, so ein kleines Abenteuer, ne? Hier einfach mal querfeld einzugehen und zu gucken, wo kommen wir an, halt, ne? Eben. Okay, cool. Hier können wir ja, hier haben wir irgendwas. Ah, hier ist eine, können wir da klein mal gucken. Ja, cool, ja, genau. Ich guck mal einmal rauf. Ja. Wo sind wir? Wir sind unten rechts, also. Also wirklich. So weit reingeschafft haben wir es jetzt aber noch nicht. Ich wollte eigentlich gerne hier hin. Aber da ist ja, das ist ja irgendwie noch gefühlt 1 Million Jahre entfernt. 1 Million. Du siehst es selbst, ne? Ja, das ist halt das, was ich meine. Das ist echt extremst. Man tut das echt unterschätzen, die Map in DayZ. Das ist vielleicht gerade mal, nicht mal, vielleicht
10%, 15%, was ihr bis jetzt gesehen habt. Ja, dann würde ich sagen, also ins Landesinnere müssten wir, ja, ich weiß gar nicht, den Weg hier nach oben. Naja, okay. Hast du hier schon geguckt, ob hier irgendwie... Nee, hast du nicht, sonst hättest du nämlich den Kompass gefunden. Leute, das könnt ihr auch gerne nochmal in den Kommentaren schreiben. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Mögt ihr es lieber aus der Third Person? Oder habt ihr das lieber, wenn wir das aus der First Person spielen? Ich weiß nicht, wie ist da dein... Wie magst du das lieber? Wenn ich jetzt so rumrenne, mag ich es lieber als Third Person. Und wenn ich irgendwas suche, First Person dann halt. Ne? Ja, ja, ist bei mir tatsächlich auch so. So, 0,8 Kilometer nach rechts und da kommt dann irgendwas. Ach genau, guck mal, nach links 10,2 Kilometer, ne, 3,3 ist Elektro. Auch Elektro, die wollen wir nicht. Ne, genau, dann gehen wir hier hoch. Nach mir da wollen wir. Genau, was auch immer. Jeha, ab geht's. Wie sieht dein Blut aus? Alles wieder gut so? Ja, ist noch im Gelben. Also ins Rote hat es noch, ins Grüne hat es noch nicht geschafft, aber mein Kreuz ist voll, das ist ja auch schon mal was. Okay. So wäre Nordwesten. Na, sagen wir mal so. Das hat man verlaufen, ne? Also das kann wirklich passieren. Ja, ich weiß, aber ich habe hier einen Kompass, ist alles gut. Ja. Manche denken, ja, die haben GPS im Auto und dann fahren sie trotzdem die Brücken rum. Ja, ja, also dann haben sie auch GPS im Auto, aber... Beziehungsweise so übers offene Feld zu laufen ist auch besonders schlau in DayZ. Vor allem zu zweit direkt nebeneinander. Ja. Kann man mal machen. So, und wenn wir jetzt... Wir könnten... Wollen wir da einmal runtergehen? Ich glaube, das sollten wir machen, ne? Wir hätten einfach diesen dämlichen Weg weiterlaufen können. Ja. Aber wir hätten auch einfach mal den Kompass benutzen können und uns schon mal... Wir können jetzt einfach mal rechts die Stadt erstmal begutachten. Die Stadt? Was nennst du denn Stadt? Das ist doch da unten eine Stadt. Das ist doch keine Stadt. Das ist ein kleines Dörfchen oder sowas, aber keine Stadt. Du bist ein Dörfchen. Ja. Nee. Jetzt hör mal auf. So, kann man hier irgendwie rein? Nee. Okay. Zahlenschloss. Zahlenschloss nehme ich jetzt mal mit. Wenn wir das nächste Mal in der Base drin sind, dann machen wir das Zahlenschloss zu. Dann kann man reinkommen. Ich denke immer, das hier sind noch Gemüsepflanzen, ne? Das sind aber keine. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Stuff finden. Wollen wir mit dem Weg direkt gehen? Ja, ne? Ich gucke bis immer Menge, ob irgendwo jemand rumschlawinert. Schlawinert. Vielleicht ein paar gammelige Zombies. Nehmen wir schon mal die Machete in die Hand. Wir brauchen nämlich, glaube ich, beide demnächst mal neue Kleidung, ne? Haben wir doch schon mal drüber... Wo bist du denn? Ziemlich rechts von dir. Ja, okay. Okay, ich fange mal hier an. Du kannst ja da... Wir treffen uns sonst einfach hier auf dem normalen Weg halt, ne? So machen wir das. So machen wir das. Okay, Leute. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwie geiles Zeug haben, ne? Wäre ja schön. So, was haben wir hier? Baseballmütze. Boah. Nee. Yay. Das kann leider nichts. Mal über Wasserflaschen ist sogar noch geil. Ja. Eine Feldflasche haben wir. Aber, wie du schon sagst, wenn jeder mal irgendwie so ein, zwei Stück hätte. Ich hätte auch gern einfach mal so einen wasserdichten Rucksack, ne? Ich habe immer das Gefühl, man kriegt die mal relativ fix zum Anfang. Hier ist ein Kragenkleid, eine Capri-Hose. Brusthafter, cool. Kapuzenpulli. Kurze Wanderhose demoliert. Ich glaube, die können wir jetzt wirklich mal in die Umgebung schmeißen. Eine CA75, siehst du, können wir gleich einen Brusthefter reinmachen. Ach, die ist demoliert, ne? Das ist auch scheiße, ey. Mist. Ab und zu mal. Mist, okay, egal. Aber wir können uns ja mal Stofffetzen herstellen, ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt ist halt wieder das Geile, wenn du so in einer fremden Stadt bist, du weißt halt nie, kommt auf einmal jemand und knallt dich weg oder sowas. Das hatten wir schon so oft gehabt beim Zocken, dass auf einmal in irgendeiner Stadt, wo du absolut null damit rechnest, zack, weggeballert. Ja, kann halt passieren, ne? Ja. Also dir. Oh, ich höre schon wieder Zombies hier. Ist nicht schlimm. Aber eine Machete. Und damit... Das sind auch immer solche Felder. Aber vielleicht ist das ja einfach so ein Server dafür. Da vorne. Du hast ja gestern schon mal gefragt in der Folge, glaube ich, wegen. Und roter Helm. Ja, oh shit, ich hoffe, das ist nur der eine. Helm auf, ne? Shit. Was?
Ah, ich werde attackiert. Aber alles gut. Aber? Okay, da kommt der zweite. Oh, da kommt der dritte. Oh. Klingt schon wieder gar nicht gut, was du da hast. Nee, das ist gerade nicht gut. Oh, da kommt der vierte. Hä? Wo warst du denn jetzt wieder? Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich treffe auch hier irgendwie nichts. Shit, da kommt der nächste. Ich bin auf dem Hauptweg hier. Hauptweg. Ah, shit. Hinter dir. Sag mal, warum trifft der denn nichts hier? Oh, shit. Aber alles gut. Ich hab. Verbind dich. Bleib stehen. Ich brauch's mich gar nicht verbinden, du. Ich blute gar nicht. Du bist gerade. Nö. Ich würde mal sagen. Du musst immer, bei Zombies musst du echt mega aufpassen. Ja, ich weiß, aber ich hab einen gesehen. Und der kam auf mich zu. Und ich höre schon wieder den nächsten. Da kommt der nächste. Kannst du? Ich. Okay, egal. Oh shit. Hier in der Haus rein. Ne? Oh, hab ich dich getroffen? Ah, ja. Blutest du? Ja. Nicht schon wieder. Alles gut. Ich hab okay, okay. Recht. Okay, okay. Du musst aufpassen, dass nicht gleich wieder jemand kommt. Ja. Es kann doch nicht sein. Er hat keiner was von dem dabei gehabt, oder was? Was hat der hier? Ushanka. Ah, das ist so eine Mütze, ne? Ja, die brauche ich nicht. Das ist ja verrückt, ey. Okay, aber es ist ziemlich gut gegangen dafür, dass es jetzt irgendwie 5 Zombies oder so waren. Cool. Okay, kann weitergehen. Jetzt habe ich ganz vergessen, ob ich hier schon drin war oder nicht in dem Gebäude. Du hast schon ein bisschen nützlichen Krams gefunden? Was heißt nützlich? Bis jetzt einen Helm. Naja, besser als nichts, ne? Ja, also ja, eigentlich schon, ja, eigentlich schon mal. Wenn man es jetzt nochmal durchgeht, passt es eigentlich. Aber auf jeden Fall war hier, glaube ich, noch Kinder gewesen. Bruder, geil! Was denn? Ich kann jetzt dir meinen Rucksack geben und du kannst meinen nehmen. Weil ich oh, cool. Ich nehme jetzt den roten hier. Ich habe hier einen größeren noch einmal. Ich hätte sonst auch noch einen Schulranzen gerade gefunden. Oh, ich höre schon wieder... Nee, ich hab... Warte mal, den gebe ich dir jetzt erstmal. Okay, oh, ich höre schon wieder Zombies hier. Oh nein, nicht cool. Ich bin in diesem... Ja, Gebäude. Da gibt's ja zum Glück nicht so viel. Genau. Warte, da will ich rein. Komm mal dahin, wo wir gerade waren. Also wo du... Ja, warte mal. Ich leg den Rucksack mal in das Haus hier rein, in das Grüne. Ich komm gleich, ich bin hier... Da kannst du den dann in Ruhe nehmen. Gehst du einfach in das Haus dann rein? Hast du schon wieder Stress, oder? Nicht mehr. Okay, also. Ich habe mich um die Zombies gekümmert, die hier Alarm gemacht haben. Gut. Da wissen wir auf jeden Fall, dass hier noch Kinder am Stüssel war. Ja, auf jeden Fall. Zu viele Zombies, das sind echt zu viele Zombies. So, ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen Munition gefunden. Ich muss das gleich nochmal prüfen. Ich muss jetzt erstmal wieder zu dir finden. Ja, einfach zu dem, bei der Hauptstraße einfach links lang. Ah, ne, da bist du. Komm mit. Da. Okay. Okay. Ja. Nice. Oh, ich muss mal was essen, ey. Durch den Angriff gerade. Die Jutta-Bottle? Wenn du in fremden, sag mal, Gewässern fischst, dann würde ich dir empfehlen, dann dich immer zu ducken. Weil nicht, dass von draußen jemand reinschießen kann, weil gerade von den Feldern und so her kannst du übelst reinschießen, wenn du Pech hast. Ja. Wieso kannst du die nicht essen? Ach, jetzt ist die Birne ruiniert. Ach, so ein Scheiß. Naja, dann müssen wir halt. Ah. Tomate essen. So. Die packen wir jetzt mal auf die 4. Und dann können wir die Waffe jetzt nämlich endlich mal durchladen. Nämlich zum Glück mal für die Waffe Munition gefunden. Hey, diese Eigenheiten von DayZ, ne? Das muss man sich echt... Mein Gott. Warte mal kurz. Ich warte. Ich muss auch mal eben was essen. Ich habe auch eine Batterie gefunden. Achso, nee. Entschuldigung. Da will ich schon wieder mit der Banane. Tomate zuhauen. Alles gut bei dir? Ich hab gerade so eine übelste Tür noch geknallt, deswegen hab ich jetzt gedacht, dass meine Katzen raus. Aber ich muss sagen, unser Tomatenvorrat hält auch nicht ewig, ne?
Ja, na, irgendwann ist klar, da. Ich sag, wir sind ja jetzt, guck mal, wir sind ja jetzt schon 4 Folgen fast unterwegs. Wir sind ja trotzdem fast 2 Stunden. Und für Tomaten sind wir eigentlich trotzdem noch gut aufgestellt. Ja. Weil man muss ja dazu sagen, dass wir andauernd der übelsten Beef mit Zombies auch hatten. War ja nett, dass wir jetzt. Also in dieser Folge ist schon viel jetzt Ärger mit Zombies, ne? Auf jeden Immer Fall. Ärger mit Zombies. Und So. hier habt ihr jetzt zum Beispiel, wo man dann sagen muss, könnt ihr einmal bei mir auf jeden Fall vorbeischauen und einmal beim Fiore, weil halt trotzdem jetzt 2 verschiedene Perspektiven auf jeden Fall sind. Weil er jetzt echt woanders rum rennt, wo ich jetzt rum renne. Boah, hier liegen ja übelst viele Zombies rum. Hast du die weggeknallt? Ich habe noch welche weggemacht, ja. Oder Tür hier. Ja, genau. Ja, da waren auf jeden Fall welche. Ah, hier ist auch noch ein Zombie. Den So, durch jetzt bin ich hier wieder bei dem Schleimer Schulranzen. War ich hier noch nicht drin? Nö. Aber hier ist auch nichts. Geil. Hätte ich weggeknallt. also Ich gehe nicht mal kriegen ganz können, stark davon aus, dass hier irgendwo bestimmt ein Brunnen noch ist. Leute. Brunnen wäre cool. Ich gehe mal davon aus, dass er auch noch Ja, sein ich muss. habe ihn gefunden. Trinken. Das machen wir einfach mal direkt. Also wie gesagt, hier ist Jo. einer, ne? Und hier liegt Könntest du noch mal einer. noch was Stofffetzen herstellen aus dem Pullover? Nice, ich habe eine Kopflampe gefunden. Eine Batterie habe ich zufällig auch. Also, falls wir wieder im Dunkeln unterwegs sein müssen, kein Thema. So. Ich nehme jetzt mal die Feldflasche in die Hand. Die müssen wir doch auffüllen können, ne? Wie geht denn das? Da auffüllen. Das machen wir jetzt mal. Schon mal gut. Perfekt. Geil, Leute. Das ist doch schon mal gar nicht Ja. schlecht, ne? Na komm, Oma, komm. Komm zu Papi. Immer. Immer. Zack. So, werde mich hier noch ein bisschen vollsaugen mit Wasser. Sehr, sehr gut. So, dann gehen wir jetzt direkt weiter hier ins nächste Gebäude. Also. Jawohl, sehr schön. Da sehe ich doch eine Plasteflasche. Im Ja? Gewächshaus Geil. sind sehr, sehr oft irgendwelche Plasteflaschen mittlerweile. Cool. Ich habe eine fesche Anzughose gefunden. Was sagst du dazu? Wird auf jeden Fall Zeit, ist abgenutzt und schwach isoliert, aber ich glaube, was trage ich denn hier? Ich trage immer noch meine kurze Wanderhose, ne? Ey, tschüss. Weg jetzt mit dir, ey. Gibt es ja gar nicht. Hier Regenmantel. Dass ich die da immer wieder Schädel. erst in die Hand nehme, ne? Hosen muss ich erst in die Hand nehmen. Eine Baseballmütze brauchen wir nicht. Okay, wir Ich schauen mal. überlege gerade, ob ich den Regenmantel mitnehme, falls es mal wieder regnet einfach, Ja, dass auf man jeden mit Fall. hat. Würde ich machen. Weil grundsätzlich ist das ja Also ich optimal würde dann. es, ja, könnte man so sagen. Schützt halt vor Regen, ne? Möchte man meinen. So, was haben wir hier? Eine Ja, warum kann ich Anzugjacke. nicht mit rein? Lol. Was passiert hier? Ist so geil. So, wo ist die Anzugjacke? Ach, isoliert, ist nicht schlimm. Ach, ey, irgendwann lerne ich das nochmal, dass ich die Sachen nicht in die Hand nehmen muss, sondern direkt da reinpacken kann. Naja, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier stilvoll in der Apokalypse unterwegs sind. Okidoki, Leute, und damit beenden wir diese Folge DayZ. Schaut auf jeden Fall bei dem Mimi mit rein, wenn ihr sehen wollt, wie er sich hier in diesem Dorf schlägt oder was er da veranstaltet hat. Ich kann das. So, und zum Abschluss der Folge haben wir noch eine neue Waffe gefunden. Geil. Leute, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.